Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean Galactic Survival. Ja, ich war in der Zwischenzeit wieder ein bisschen fleißig, habe wieder ein bisschen was gemacht, getan und es wurde mir etwas ans Herz gelegt. Und zwar ist es so, dass ich wohl in der ersten zur zweiten Folge zwar erzählt hatte, dass ich ziemlich oft gestorben bin und so weiter und so fort, dann aber in einem quasi komplett neuen Abschnitt anfange. So. Und ob ich das nicht so machen könnte, dass ich das Ganze, ich sag mal, jetzt nicht aus dem Zusammenhang reiße, sondern die Folgen nacheinander wegnehme, damit man den Fortschritt aufnehme, damit man den Fortschritt auch sieht. Und da habe ich mir überlegt, okay, alles klar. Machen wir auf jeden Fall. So, ich bin mit der Basis so ja sowieso noch nicht so ganz zufrieden. Und dann habe ich mir heute Nacht bzw. heute Morgen einfach ganz spontan überlegt, damit ihr die Folgen hier in Ruhe genießen könnt, den Fortschritt auch seht, ja, weil es scheint ja doch Interesse da zu sein, werde ich die ganze Basis hier nehmen und werde sie umverfrachten. Das heißt, ich werde die Basis nochmal komplett neu aufbauen. So, die Sachen, die ich jetzt schon hergestellt habe, ist klar, die nehme ich mit. Aber ich kann ja unterwegs zwischendurch auch immer mal was zu den einzelnen Schritten vom Herstellen und so weiter und so fort sagen. Aber so schwierig ist es eigentlich nicht. Denn man braucht bloß halt die passenden Materialien. Dazu auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Dafür, dass mir hier so viel zur Verfügung gestellt wurde. Bei mir ist es so. Ich setze mich hin. Nehme ein paar Folgen auf. Muss dann nebenbei noch andere Videos machen für Avorion und Minecraft und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe vom Zeitfaktor her weniger Zeit zu spielen, wie jemand, der das Ganze nicht aufnimmt, weil man setzt sich hin und spielt das Ganze. Ne? Das ist ja die eine Sache. Wenn ich das jetzt nebenbei aber aufnehme und auch noch andere Projekte habe, so, dann ist die Erwartungshaltung ja auch gegeben, dass man sagt, okay, alles klar, Mensch, der macht das Ganze bei YouTube, der bringt ja auch neue Folgen raus. Die muss ich ja auch noch aufnehmen. Das heißt, ich muss zwischen den Spielen immer so ein bisschen hin und her wechseln. Nicht gerade einfach. Nun ist der Plan dahinter aber folgender. Ich werde jetzt hier in Empyrean Folgen im Voraus aufnehmen. Ja, ich werde mich hinsetzen, werde jetzt hier erstmal ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Damit ihr A, den Fortschritt habt. Ja, und ich mich dann auch besser auf die Projekte konzentrieren kann. Das wurde mir halt ans Herz gelegt und ich werde das jetzt auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Also nicht wundern, wenn ich nicht sofort auf jeden Tipp und auf jeden Trick eingehen kann. Vielen Dank übrigens für das krasse Feedback. Muss man einfach sagen, wirklich krasses Mega-Feedback. Die ganzen Tipps und Tricks werden auch alle mit beherzigt werden. Zum Beispiel, dass der Kern da ne, einen Deckel oben drauf kriegt und so weiter und so fort. Ich werde es aber versuchen, ein bisschen anders zu machen. Und zwar werde ich versuchen, den Kern so tief wie möglich in einem Berg zu versenken. Ich will ja immer noch so eine Basis haben, wo dann nachher ne, einer von den Gleitern in den Hang, in diesen Hang einfach nur reinfliegt in diesen Berg. Und das soll auch noch alles passieren. Das wird ein Großprojekt. Aber ich hoffe, ihr habt da Spaß an der ganzen Nummer und begleitet mich dabei so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es früher mal gespielt. Es ist lange her, aber das meiste weiß ich einfach nicht mehr, weil man hat zwischendurch, dadurch, dass die Hardware irgendwann vom Computer zu schlecht war, aufgehört zu spielen, weil es so doch geruckelt hat. Jetzt läuft alles wieder. Viel Gesuche, viel Gesuche. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und gucken uns den Rest der Basis hier nochmal so ein bisschen an. Nur, dass ihr nochmal seht, was ich in der Zwischenzeit dann alles so getrieben habe. Und was auch Frycat, der hat sehr viel dazu beigetragen, hat viele, viele Sachen gestellt. Einfach weil auch in diesem kurzen Zeitintervall, Sachen abzubauen. Ich sag mal so, wenn ich 10 Minuten an einem Erdklumpen sitze, um ihn abzubauen, sind das 10 Minuten von einer halben Stunde Folge für euch, die weg sind. Da ist der Fortschritt natürlich sehr langsam. Und er hat wirklich viele, viele Sachen gestellt, viele, viele Tipps gegeben, viel erklärt und da mega, mega vielen Dank für. Und damit ich euch jetzt nicht weiter langweile, würde ich sagen, das ist jetzt momentan so die Ausgangsbasis hier. So ein kleines bisschen hier vorne ist noch ein kleines Pflanzbeet. Ne, dass wir die Möglichkeit haben, so ein bisschen an Ressourcen ranzukommen. Weil Essen ist hier essentiell ja anscheinend wichtig, was ich schon feststellen musste.
Ja, ein riesengroßes, fettes Tor. Da hinten ist ein großes Tor. Und jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Bei mir macht sich Schluck auf, Rebecca. Was ist zum Henker? So. Ja, genau. Hier ist so ein kleiner Raumgleiter. Den habe ich dann zwischendurch bekommen. Diese Höhle hier zum Beispiel, die habe ich gestern Abend noch ausgehoben. Hier war eigentlich ein Platz gedacht für die ganzen Generatoren. Na, da stehen jetzt schon 1, 2, 3, 4. Und hier sind noch ein paar Pflanzbeete. Ich werde das alles rausreißen. Ich werde alles mitnehmen. Ich überlege sogar, den Beton mitzunehmen. Aber bis dato muss ich jetzt einmal kurz gucken. Ich hatte ja schon ein bisschen was in Auftrag gegeben. Genau, hier sind noch ein paar Solarpaneele. Hatte ich einen Auftrag gegeben und Energiekondensatoren. Genau, ich habe hier einiges nebenbei mit freigeschaltet, weil wir waren offline dann auch nochmal unterwegs bei der Drohnenbasis und haben da noch ordentlich Rabatz gemacht, wo ich dann nachher noch meine Sachen einmal verloren hatte, weil ich los musste zur Arbeit und keine Zeit hatte, sie zu holen. Ups. Das da wollte ich haben. Genau. Hier habe ich schon einiges freigeschaltet. Ich werde auch nach und nach nachher noch den Rest freischalten, aber so die grundlegenden Sachen zum Herstellen habe ich erstmal freigeschaltet. Und ich würde jetzt sagen, wir machen das ganz einfach. Ich habe jetzt, was habe ich denn mit? Ups, falsche Taste. Also, ich habe mit Energiekondensatoren, Solarpanels. Dann muss ich auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, die nebenbei mit hergestellt werden sollten, mitnehmen. Genau, hier einmal die Steinchen, die sollten mit. Ich hätte auch noch irgendwo Geschützturm hergestellt. Die Murmeln dafür hat er schon gemacht. Bisschen Licht ist auch nicht verkehrt, das nehmen wir auch noch mit. Okay, den Geschützturm hat er anscheinend nicht hergestellt. Warum nicht? Warum nicht? Warum hast du das nicht gemacht? Weil du es nicht konntest. Was fehlt dir? Motor. Motor fehlt dir. Ja, Gesundheit. Okay. Motor, Motor, Motor. Braucher Nanoröhren. In den Nanoröhren. Ja, hier. Der Verbraucher Kohlenstoffsubstrat. Und für Kohlenstoffsubstrat brauchen wir Pflanzen. Ach so. Alles klar. Warte mal. Ich glaube. Ups. Ich glaube, da habe ich noch ein paar von. Ich glaube, da habe ich noch ein paar von. Da. Schnell nochmal an den großen Konstruktor rangehen hier. So, dann lassen wir die schon mal herstellen. Und da würde ich sagen, machen wir uns schon mal auf den Weg und gucken mal nach einem guten Ausgangspunkt. Also wir begeben uns jetzt erstmal explizit auf die Suche. Ich überlege gerade, ich habe auch hier noch einen Block und hier habe ich noch. Hat er einen auf den Kasten gekriegt? Okay.
Mensch, Schlagseite der Gute. Egal, müssen wir nachher nochmal editieren? Oder müssen wir irgendwann mal editieren, wenn ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe? Genau. Maschine Start. Was auch immer ganz wichtig, erst einmal kurz reingucken. Einmal auffüllen. Aber schnell. Ja gut, hat er schon. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir fliegen schon einmal los. Und gucken mal nach. Oh, und ich muss die Ingame-Musik wesentlich leiser drehen. Entschuldige. Entschuldigung. So, einmal auf die Hälfte reduziert. Ich glaube, da sollte ich wesentlich besser zu verstehen sein. Genau, das Coole ist, dass dieses Tor hier, ups, ausrichten, dass dieses Tor hier nebenbei mit aufgeht. Und ich hier dementsprechend in aller Ruhe herausfliegen kann. Da stehe ich drauf. Das wird dann in der neuen Basis auch so sein. Oha. Mach auf die Pforte, mach auf. Ah, herrlich. So. Schneller mein Helmchen aufgesetzt? Nö, brauchen wir nicht. Hab Klimaanlage hier drin. So, dann würde ich sagen, gucken wir da mal. Was haben wir hier? Hier ist das alles. Hier hinten war ich ja noch gar nicht. Ne? Wir fliegen da mal lang, komm. Wir fliegen da mal lang und gucken mal nach. Nee, so war das eigentlich nicht geplant. Ich soll sie nicht ausrichten. Boah. So, und dann gucken wir doch mal, was es hier Hübsches gibt. Da längst ist schon wieder Drohnenalarm. Oder was ist das? Achso, nee. War wohl ein Grafikfehler. Hier sieht doch gut aus. Gehört doch niemandem. Dann haben wir unten noch so einen kleinen See an der Seite. Also wenn das nicht prädestiniert dafür ist, dann weiß ich das auch nicht mehr, Leute. Ich meine, hier im Tiefflug. So tief nur auch wieder nicht. Hier im Tiefflug und dann hier in den Berg rein? Man, das ist die geilste Anflugschneise, die man haben kann. Und dann hier vorne nur so ein großes Energieschild vor? Und dann dahinter irgendwann ein Tor. Upsala. Ja, das wird geil. Das wird so richtig nice. Ja, Entschuldigung, mein Hausschwein hat Fieber. Das ist schon wieder da im Hintergrund am Rumkrakeln. So. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal schon mal guten Point for Defense oder so. Weil unser kleines Geschütztürmchen da oben drauf, das räumt hier schon mal fleißig auf. Ich muss jetzt schnell nochmal gucken, habe ich noch Munition mitgenommen oder was? Beziehungsweise braucht es noch Munition, nicht, dass wir da gleich ohne was dastehen. Nein! Eindeutig nein. Dann nochmal reingeguckt, ist der Geschützturm aktiviert. Gut, den lassen wir an. Alles andere geht aus. Also alles, was uns irgendwie feindlich gesinnt ist, wird davon auch direkt weggeholt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal direkt einen Wegpunkt fertig. Hoppala, ist doch tiefer als gedacht. Wegpunktname.
Das wird der Imperiumsberg. Kann man den noch groß schreiben? Ja. Imperiumsberg. Läuft ja. So. Dann haben wir das auch. Einmal die Kettensäge mit. Jo. Baumfeld. So, dann würde ich sagen. Einmal F5en. Ich weiß ja nicht, wie groß man so ein Energieschild machen kann. Aber so breit wird es mit Sicherheit sein, oder? Sollte eigentlich reichen. Können wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen hier. Ah. Oh. Ja, Optimalinski. Und ein Abflug. So. Ding ist, hier auf dem Server sind die CPU-Punkte deaktiviert. Das heißt, man kann so viel bauen, wie man möchte. Ist mir bei der anderen Basis schon aufgefallen. Ich habe mich auch am Anfang gewundert, so, hä, CPU-Punkte, was ist das? Und warum wird das immer größer? Ja, ist auf jeden Fall ausgeschaltet. Das heißt, hier auf dem Server scheint es dementsprechend dann auch keine Begrenzung zu geben, was die Basengröße betrifft. Finde ich ganz praktisch, weil für das, was ich hier vorhabe... ja... Da brauche ich definitiv viele Blöcke. Sagen wir mal so. So, dann hier fliegt man dann so rein. Dann kommt dann irgendwann eine Wand und ein Tor. Mal hier hinten ein Energieschild. Mich würde ja mal interessieren, 55 Sekunden bis Sonnenaufgang. Passt mal auf, wenn die Sonne da jetzt aufgeht, ne? Dann könnt ihr aber hundertprozentig sicher sein, dass ich hier die Solarzellen an den Berg reinklatschen werde, mit Geschütztürmen verteidigt. Ja, ja, ich fliege ja schon ein Stückchen tiefer. Tut mir ja leid. Das will ich ja jetzt sehen, ne? Aber bis jetzt sieht er schon verdammt gut aus. Ha, verdammt, so weit kann ich gar nicht fliegen. Ha! Ja. Irgendwie muss ich mir ein bisschen Energie verschaffen. Ich habe nämlich keine Lust immer auf, also permanent auf Biokraftstoff zu gehen. Sondern ich
Solar kann schon was Geiles. Und wenn hier die Sonne aufgeht, im permanent scheint, ne? Also drauf scheint. Das wäre natürlich wirklich immer. Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in den Schatten. Noch ein bisschen kommen. Naja, wir haben zumindest schon mal ein bisschen Licht. Sonne so? Alles klar. Wieder was dazugelernt. Ja, aber wenn wir hier oben hier Solarkollektoren hinstellen, dann haben wir schon mal gewonnen. Dann haben wir ja eigentlich schon mal gewonnen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch den Kern da einfach platzieren, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Immer ganz assi so, moin, das ist der Kern. Die waren da genau über uns drüber. Das wäre mal echt geil. Wäre mal echt richtig nice. Also hier oben kommt ein Podest hin. So. Scheiße, ich wollte den Kern so weit wie möglich nach unten packen. Jetzt überlege ich eher, wo ich den am besten hinpacke. Ein bisschen weiter nach hinten im Berg auf jeden Fall rein. Ich will unbedingt die Solarkollektoren aufstellen. Das Ding ist, wenn die den Kern angreifen, die Drohnen und das, die klatschen dann ja auch genau drauf da, ne? Das heißt, die werden sich ja höchstwahrscheinlich auch hinstellen und wenn ich den Kern da oben irgendwo hinflanke, knacken die mir den da weg, da habe ich keinen Bock drauf. Also, Attacke. Wenn ich bitten dürfte, komm mal kurz mit. So, ich glaube, das reicht an Tiefe. Da kommt der Kern hin. Mein Auto geschützt ist ja fleißig, okay. So. Na, der wird versteckt hinter ganz viel Beton und so weiter. So, Kern. Kern, Freunde. Oh. Um hier zu bauen, zeige auf deine Basis, drücke N und aktiviere mit Basis verbinden. Man darf nur eine Basis haben? Das ist jetzt aber kacke. Das ist aber richtig kacke. So, wie viel Frachtraum hast du?
Du hast eine Frachtbox. Du kriegst noch eine zweite. Okay, das heißt, das Raumschiff müssen wir gleich vorbereiten. Ganz klare Sache. Das müssen wir einmal kurz ein bisschen bearbeiten. So ein Mist aber auch. Ey, dass sich der Vogel ja nicht selbst ausrichtet, wundert mich. Aber gut. Und dann kriegt der jetzt hier noch eine Frachtbox verpult. Nachdem er die Frachtboxen verpult gekriegt hat, fange ich an, die Basis drüben auseinander zu rubben. Und wenn die Basis auseinander geruppt ist, ja, dann werde ich mich hinstellen, den ganzen Spaß hier rüber verfrachten. Und dann haben wir da auch ratzfatz eine neue Basis stehen. Oh yeah. Das wird ein Spaß. Basis verbinden, warte mal. Wie kann ich die Solarkollektoren da oben hier raufsetzen, ohne dass ich mich hinstellen muss und da eventuell so eine Blockverbindung machen muss? So eine Blockwurst nenne ich das Ding jetzt einfach mal. Vorsicht, Freundchen, Vorsicht. Echt jetzt? Mit QE hätte man neigen können? Das ist peinlich. So, dann Abflug in die Base. Schnell, schnell. Zweites Geld, wir wollen... Nein, da wollen wir nicht rein. Wir landen jetzt einfach mal hier. So, dann machen wir nochmal schnell einen Container fertig. Der Geräte. Konstrukteure. Kleines Raumschiff. Machen wir bitte Frachtboxen fertig. Zwei Stück. Ich glaube, zwei Stück sollten reichen, oder? Ja, doch, zwei Stück reichen, dann fliegen die mit zweimal. Gadette, Ressourcenausgang. Dahin bitte, danke. Auch direkt hier machen. So, sieht nicht schön aus, aber zumindest haben wir so schon mal ein bisschen mehr. Ob wir was einlagern können. Demontieren. Medizinstation weg, das weg. Nahrungsmittelprozessor einpacken. Konstruktor einpacken. Den Konstruktor einpacken. Ja, ich glaube, das ist auch gar keine so blöde Idee. Wir machen das einfach mal. Wir ziehen hier um. Ups. Oh. Ja, ich reiß auch gerne Löcher in den Boden, so ist nicht. So, zack, Saft weg. Saft weg, ob das so eine gute Idee ist?
Ich lasse mal einen Generator oben noch stehen. Für den Kühlschrank. Oder hat mein Hofer einen Kühlschrank? Ich glaube, mein Hofer hat einen Kühlschrank, ne? Genau, meine Hochwartekühlschränke. Mein kleiner Freund, du musst dann nachher eh mitkommen. Ich muss jetzt ein bisschen zügiger gehen hier. Strom hast du an? Okay. Dann muss ich aber schnell das Inventar ein bisschen umsortieren. Das kann dahin. Ich brauche nämlich schnell den Platz aus dem Kühlschrank, weil wir haben keinen Strom mehr. Wir haben zwar noch Strom. Frage ist, nee, wir haben keinen mehr. 10 K. Alles, was schlecht werden kann, schmeißen wir dann so lange beim Hover rein. Bis wir drüben den Kühlschrank hingesetzt haben. Ja, liebe Freunde. Aber ich sehe gerade, das war mal wieder eine etwas andere Folge Imperium, würde ich sagen. Und ja, ihr könnt mir ja gerne ein paar Kommis dazu dalassen, na, wie ihr die Entscheidung jetzt findet. Und ich finde, dass da drüben ist eine gute Ausgangspose. Poses, genau. Position, Basis und Position zu vermischen, schlechte Idee. Und ich würde sagen, wir machen es ganz einfach. Ich sage ciao, ciao und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein.